Hallo, ihr Lieben, wir können heute wieder zwei Türchen aufschneiden. Diesmal machen wir es aber gleich so, dass wir nur das erste Türchen uns anschauen und uns das andere Türchen für den nächsten Tag aufheben. Und wir können, das ist ein Laken, das ist ein Laken. Oh, so, so. Ich fange mal an zu schneiden. So, ich kann euch verraten, das wird heiter. So, ich mache es mir mal gemütlich hier. Gut, das ist der heutige Tag. Das muss man dann noch aufschneiden. So, wir schauen erstmal. Die Zimmer im zweiten Stock wurden scheinbar kaum genutzt. Alles ist alt und verstaubt. Hier steht eine Art Vitrine mit einem seltsamen Muster. Vertiefungen, die einen Weg bilden. Du versuchst, den Pfad mit dem Finger entlang zu fahren, aber es passiert nichts. Dann fällt dir in der Ecke des Raumes ein längliches Werkzeug mit zwei hochstehenden seitlichen Lupen auf. Das sind Lupen. Die etwas längere Seite hängt nach unten. Okay. Das ist der Raum. Ich weiß nicht, ob das die Vitrine sein soll. Und so, und mit der Lupe, die längliche ist unten. Na gut, ich schneide es erstmal aus. So, das längliche muss nach unten zeigen. Und jetzt. Ich hätte ja Lust, die zu verbinden und dann irgendwie wieder irgendwelche Zahlen zu bilden. Ich mache das erstmal. So, das längliche zeigt nach unten. Das längere Seite hängt nach unten. Ja, aber nur ganz enge, ne? Weil hier ist ja auch so noch so eine Symbolik drauf, ne? Ha. Aktuell habe ich noch keine so richtige Idee. Ist aber auch nur ganz eng. So richtig passen tun die eigentlich nicht, wenn ihr mich fragt. So, na gut, dann machen wir mal das und das. Ich meine, gut, vielleicht werden auch Wege zugemacht oder so, dass man dann nicht mehr überall lang kann. Das leuchtet mir aber trotzdem nicht. Das Prinzip leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Oder schreibe ich mir nur die drei auf, bei denen es wirklich 100% sitzt? Aber da fallen die raus. Das ja, das nein. Ja, da hätte ich immer noch vier, fünf mögliche Lösungen. So, Vertiefungen, die einen Weg bilden. Du versuchst, den Pfad mit dem Finger entlang zu fahren, aber es passiert nichts. Dann fällt dir in der Ecke des Raums ein längliches Werkzeug mit zwei hochstehenden seitlichen Lupen auf. Die etwas längere Seite hängt nach unten. Ich meine, der Weg wäre jetzt, obwohl ich halt nicht weiß, wo der Startpunkt ist, weil das hier haben wir jetzt zugemacht. Ja. Hier ist der Weg, hier, 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 hier und hier und hier. Aber das macht mich nicht schlauer. Also ich muss irgendwie auch nicht alle verbinden, weil von der neuen komme ich nicht weiter. Nee, 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 nee.
Nö, Leute, das heute nicht. Was ist denn das? Seite 26. Wo sind hier die Lösungen? Nicht spoilern. Ich lese mal nur vor, Seite 26. Kannst du das Werkzeug ausschneiden und mit dem erhöhten Mittelteil den Weg entlang bewegen? Gut, mach mal. Hätten wir eine 5? Wer auf die Idee gekommen wäre, bitte in die Kommentare schreiben. Also. So. Nicht wirklich, ne? Ne. 9 und 6. 9 und 6 oder andersrum. So, wären wir hier auf irgendeine 1 gekommen? 9. Eins ist zu weit weg. Das ist übrigens noch eine 1, ne? Aber das lange muss ja immer nach unten sein, glaube ich, ne? Wo habe ich denn die 5 gefunden? Ach, hier an der Seite. Neun und sechs. Und wie habe ich die 1 gefunden? Die war hier, ne? Ist halt die Frage, wenn ich so lang fahre. Ich meine, wir können das natürlich erstmal. Aber was soll ich hier versuchen? 591 oder wie? Fünf sechs eins hätten wir. Das können wir natürlich ausprobieren. 61. Kann ich nicht anlegen. Doch kannst du das Werkzeug ausschneiden und mit dem erhöhten Mittelteil den Weg entlang. So, das wäre halt die 2, ohne euch mit den anderen zu spoilern. Der zweite Hinweis. Der zweite Hinweis, in welche Richtung musst du drehen, damit du immer im Pfad bleibst? Was siehst du durch die Lupe? In welche Richtungen musst du drehen, damit du immer im Pfad bleibst? Weiß nicht, vielleicht sagen die was? Ne, weiß ich nicht, ne? Neun. Oh, neun. Ich versuche hier mit den Dingern nicht das da zu stoßen, ne? Also wenn ich hier jetzt lang gehe, aber das stoße ich ja auch nicht. Neun, fünf. Und jetzt? Nee. Acht.
Ich probiere es 958. Just for fun. So, was habe ich gesagt? 958. Einfach, ich hab wirklich keine Ahnung. Nee, leuchtet mir auch nicht ein. Also eventuell sagen die, wohin ich drehen muss. Aber ich verstehe es nicht. Wenn das hier das längere Ende ist, drehe ich in die Richtung. Jetzt drehe ich das längere in die Richtung, dann komme ich wieder auf die 9. Aber gehe ich jetzt hier unten lang oder gehe ich außen lang? Drehe ich in die Richtung. Dann komme ich halt nicht auf die 5, ne? Gehe ich unten lang oder gehe ich da lang? Ich meine, hier steht nichts, wo ich drehen kann. Okay, also drehe ich hier hin. Habe ich keine Zahl. Was hatte ich bis jetzt? Eine 9, ne? Ja. Drehe ich in die Richtung. Ich habe noch keine Zahl. Jetzt muss ich hier oben lang, denke ich mal. Drehe ich in die Richtung. Drehe ich in die Richtung. Habe ich immer noch keine Zahl. So. Eine 1. Sage ich jetzt eine 9, eine 1. Drehe ich in die Richtung. Ach, kommt. Kommt. 9, 1 hätte ich jetzt. Die Lösung. Wenn du das Werkzeug durch den Pfad schiebst, kannst du 5, 1 und 8 der Reihe nach in den Loop markieren. 5, 1, 8. Warte mal. 5, 1, 8. Also hier ist die 5. Hier unten ist die 8 und hier ist die 1. Da schiebe ich das hier lang, habe hier die 5, die 1 und die 8. Aber warum sollte das immer hier... Verstehe ich nicht. Also es ist halt nicht erklärt, dann müsste ich ja... Das hier ist die 1, ne? Dann müsste ich ja immer hier die kleinere Lupe haben. So, und wie entscheide ich, dass hier... das kleinere Lupenende ist und nicht das größere. Also wer sagt mir, dass ich das nach rechts drehen muss? Weil hier drüben ist es dann... immer noch rechts, oder? Ist immer noch rechts. Aber warum? So, 518, wo ist denn das Schätzchen? So, hier, 518. Dann legen wir den so an und kommen zu der 874. 874. Nachdem du den kleinen Kai behutsam durch die Rinnen geschoben hast, öffnet sich der Schrank und du kannst einen seltsam geformten Halter entnehmen. Kreuze die Kristallbasis links neben dem Spiegelkristall an. Das ist irgendwie eher ein Ständer. So. So, ihr Lieben, also ich wäre gespannt, wer von euch diese Lösung gefunden hätte. Mir fehlt noch eine Erklärung. Mir ist nicht ganz klar. Ihr habt's mitbekommen. Ihr habt's mitbekommen. Das Video war sehr lang. Wenn ich es geschnitten habe, werde ich sicherlich den einen oder anderen Punkt rausschneiden. Aber gut. Ich bin gespannt auf das nächste Türchen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.